herzlich willkommen zu Extra 3, der einzigen Satire-Sendung. Gesundheitlich völlig unbedenklich, außer natürlich für Politiker. Schönen guten Abend. Großes TEPCO-Ehrenwort. Jo. Dankeschön. Geht auch gleich gut los mit dem Streit der Woche. Nee, also nicht die FDP, die kommt gleich noch. Ich meine jetzt den ewigen Streit zwischen Nord- und Süddeutschland. Also wir kennen ja alle Bratwurst gegen Weißwurst, HSV gegen Bayern. Und jetzt ganz neu ein norddeutscher Landstrich gegen eine bayerische Brauerei. Martina Hausschild mit dem ganz realen Irrsinn. So ein schönes Erdinger Weißbier aus Bayern trinkt Detlef Hammann aus Niedersachsen schon mal gern. So wie der Kaiser Franz. Ja, gibt's wohl Schöneres. Aber momentan hat er mit der Erdinger Brauerei, sagen wir, ein kleines Problem. Ich denke, die Bayern haben nicht alle Latten am Zaun. Herr Hammann ist Vorsitzender eines kleinen Gewerbevereins in Niedersachsen und der heißt die Kedinger. Weil Kedinger aber so ähnlich klingt wie Erdinger, haben die Erdinger die Kedinger einfach verklagt. Angeblich würde der Markenname die Erdinger verwässert werden, wenn wir den Namen Kedinger behalten. Der Gewerbeverein im Landstrich Kedingen, hier oben an der Elbe, hat sich den Markennamen die Kedinger patentieren lassen. Und das passt den Erdingern hier unten in Bayern gar nicht. Da hat die Brauerei Erdinger richtig geschäumt und will den Kedingern ihren schönen Namen nun wegnehmen. Ja, die wollen, dass wir den Markennamen Kedinger wieder löschen. Löschen lassen vom Patentamtsgericht. Sie wollen gewinnen. Sie wollen ihre bajuwarische Seele durchsetzen. Die Anwälte von Erdinger sehen bei Erdinger und Kedinger eine große Gefahr von Verwechslung. Denn beide Namen haben auch noch die gleiche Silbenanzahl. Ich kann da nichts verwechseln, nein. Also, wenn der normale Menschenverstand noch funktioniert, dann kann man da nichts verwechseln. Nochmal zum Verständnis. Erdinger ist das Bier und die Kedinger ist ein Gewerbeverein, bestehend aus einem Bäcker, einem Heizungs- und Sanitärgeschäft, einer Otto-Bestellannahme, einem Edeka-Markt und anderen Firmen aus der Umgebung. Also man kann Bier nicht mit einem Landschaftsstrich verwechseln. Erdinger ist doch, das klingt doch schon ganz anders wie Kedingen. Vielleicht habe ich ein bisschen viel Langeweile da in Bayern oder so, ich weiß das nicht. Also auf so eine Idee zu kommen ist der Hammer, ne? Oder? Detlef Hammann will nur eins. Und dafür kämpft der Kedinger bis zum bitteren Ende. Definitiv behalten wir den Namen die Kedinger. Und wir lassen uns von Erdinger nicht die Butter vom Brot nehmen. Naja, die beim Erdinger Weißbier, die haben's nicht gerafft, tralala. Oder so ähnlich. Tja, also da denkt man wirklich, die haben nicht mehr alle Latten am Zaun bei Erdinger. Aber das Schöne ist, das denken die von Erdinger mittlerweile selber. Ja. Und kurz nach unseren Dreharbeiten hat tatsächlich der Chef von Erdinger beim Vorsitzenden von den Kedingern angerufen. Und dann haben die beiden sich geeinigt. Aber einen Haken hat die Sache leider für die norddeutschen Kedinger. Sie mussten sich verpflichten, eine Sache niemals zu tun. Sie dürfen nie, nie, nie ein Weißbier auf den Markt bringen. Kein Scherz. Wird hart. Na gut, die Sache wäre geregelt. Kommen wir nun zu einer wichtigen Nachricht für alle CDU-Wähler. Vergessen Sie bitte alles, was Ihnen bisher an der CDU gefallen hat. Die Union ist jetzt nämlich grün. Ja, wirklich. Gucken Sie mal, das ist das neue Logo von der CDU. Sieht so aus. Die CDU ist jetzt wirklich so grün, die wollen das nächste Parteiprogramm nicht mehr drucken, sondern auf Jutebeutel sticken. Tja, bei so einer ehrlichen Kehrtwende, da helfen Tobias Döll, Katja Gundlach und ich natürlich gerne. Ich präsentiere die neue Image-Kampagne der CDU. Wir sind die neue Ökopartei. Deswegen lautet unser Motto: Schwarz ist das neue Grün. Damit müsste die CDU doch beim Wähler wieder ankommen. Nein, gucken Sie mal. Nee, um Gottes Willen. Ich bin schon weh. Wir machen doch jetzt einen auf Öko. Wir können auch grün. Was Verlogeneres gibt's gar nicht, ne? Warum was Verlogeneres? Ja. Wir sind jetzt Öko.
auf Papier und beim Reden. Aber die CDU hat doch schon 7 Kernkraftwerke stillgelegt und will jetzt einen schnellen Atomausstieg. Ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn man sich immer sofort, nachdem das Volk schreit, ja, weg mit Atomkraftwerken, und man dann sofort sagt, ja, das ist jetzt unser Ziel. Aber wir machen doch das, was das Volk will. Nicht wirklich. Doch, die wollen keine AKWs und wir schalten die AKWs ab. Naja, das ist ja, das nimmt ja keiner ernst, dass sie das wirklich meinen. Man dreht sich in den Wind, so wie man es braucht. Ja, aber so ein Fähnchen im Wind ist doch nicht verkehrt. Richtig. Windkraft ist nie verkehrt. Und überhaupt, grün ist die Hoffnung, auch für die CDU. Die Parteivorsitzende Angela Merkel weiß das natürlich auch und läuft sich schon mal warm für eine künftige Koalition mit der Partei von Claudia Roth. Frau Merkel, die Kampagne ist ein voller Erfolg. Ja, Regierungssprecher Steffen Seibert vorne rechts im Bild sieht das genauso. Angela und Claudia, das passt einfach. Mit dieser Kampagne müssten wir doch auch die Menschen in der grünen Hochburg Kreuzberg für die CDU begeistern können. Ich fand sie vorher schon scheiße und finde sie jetzt noch mehr scheiße. Ich fand sie vorher unglaubwürdig und finde sie heute noch unglaubwürdiger. Unglaubwürdig? Nur weil man mal seine Meinung ändert? CDU bleibt CDU. Ob sie jetzt von schwarz auf grün gemacht wird, da ändert sich ja nicht viel. Das ist doch nur Wählerfang. Mehr ist es nicht. Und letztendlich ist eh alles wieder wie vorher. Dann gibt es doch eine Laufzeitverlängerung, einen neuen Ausstieg vom Ausstieg, so schön formuliert, dass es sich doch gut anhört. Ach was, die CDU hat sich nachhaltig gewandelt zur Ökopartei. Und damit der Wähler das auch glaubt, müssen wir nur noch die Parteizentrale dem neuen Image anpassen. Bitte, bitte, aber haben Sie jetzt dafür Genehmigung? Ja, der Herr Gröhe, der Generalsekretär, hat uns das erlaubt. Ja. Können Sie ihn fragen? Ja, und wir dürfen der CDU-Parteizentrale jetzt bestimmt auch noch einen grünen Anstrich verpassen. Wir müssen nur noch klären, ob Gras oder Froschgrün. Gehen wir doch einfach mal Frau Merkel fragen. Ja, und nach dem Reingehen gab es dann ein bisschen Ärger, das durften wir dann aber nicht mehr senden. Trotzdem, viele Grüße an die CDU-Parteizentrale an dieser Stelle. Und jetzt ist ja auch klar, warum so viele Deutsche Politik verdrossen sind, weil nämlich so viele Politiker glaubwürdigkeitsverdrossen sind. Ja, ganz einfach. Passend dazu gibt es jetzt auch hier ganz neu das hier im CDU-Fanshop zu kaufen. Moment. So, bitteschön. So, da. Was? So, passt das? Also da hat man immer die richtige Meinung, je nachdem, wie der Wind steht. Das ist nämlich ein Fähnchen im Wind. So, können wir mal gucken. Also jetzt ist ja die Meinung der CDU so, ja. Atomkraft? Nein, danke. So, und früher war es aber so. Atomstrom, ja bitte. Ja. Bitteschön. Schöne Sache für alle CDU-Politiker, so ein Fähnchen im Wind. Könnte allerdings auch von der FDP sein. Da wollen ja auch plötzlich einige die alten Atomkraftwerke abschalten lassen. Wir haben verstanden, hat Guido Westerwelle gesagt. Aber mal ehrlich, so richtig viel scheint er nicht verstanden zu haben, sonst wäre er doch schon längst zurückgetreten, oder? Hinter den Kulissen wird bei der FDP jedenfalls gedrängt und geschachert, was das Zeug hält, um Guido loszuwerden. Dabei könnte man ihn doch einfach abschalten. Wie so ein Atomkraftwerk. Ein passender Vergleich, wie Marieke Schmidt-Lenewinkel jetzt beweist. Vor einer Woche. Wählerschmelze bei der FDP. Die FDP ist draußen. Der Super-GAU ist eingetreten. Ist das Westerwelle-Zeitalter damit beendet? Rückblende. Für die FDP galt Guido Westerwelle lange als unbedenkliche Technologie. Mit ihm konnte man sauber, sicher und vor allem billig Wählerstimmen erzeugen. Leistung muss sich lohnen. Die FDP in einer Woche 2 Punkte nach oben. Wer arbeitet, muss auch mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Die FDP
17%, der höchste jemals im Deutschlandtrend gemessene Wert. Doch dann Störfälle treten auf. Westerwelle wirkt verstrahlt. Wie kommt es an? Wie kommt was an? Unerklärlicherweise senkt er die Steuern für Hoteliers und beschimpft Hartz-IV-Empfänger. Er fürchtet, wörtliches Zitat, spätrömische Dekadenz. Zeitweise hält sich Westerwelle sogar für eine touristische Attraktion. Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Das Restrisiko ist für alle offensichtlich. Und dennoch, die Betreibergesellschaft FDP verlängert Westerwelles Laufzeit. Die Bürger sind empört, fordern den sofortigen Ausstieg. Es ist unverantwortlich für die zukünftige Generation. Das muss jetzt endlich aufhören. Die sollten abschalten. Doch der Betreiber FDP lässt sich nicht beeindrucken, stempelt die Kritiker als weltfremde Spinner ab. Sie sollen endlich ihren Mund halten und nach vorne blicken. Der Super-GAU, jetzt nur eine Frage der Zeit. Die FDP hat nach der Wahl in Sachsen-Anhalt am letzten Wochenende nun auch in Mainz den Wiedereinzug verpasst. Das Krisenmanagement des Betreibers ist dilettantisch. Er verkauft Westerwelle als grüne Brückentechnologie, weil nachhaltige Alternativen angeblich fehlen. Einziger Lichtblick: die Frage der Endlagerung Westerwelles scheint geklärt. Hey, das Ding ist aber toll, das ist ja auch richtig für Politik interessiert, super. Die Regierung hat einen neuen Fettnäpfchenbeauftragten. Nein, es ist nicht Rainer Brüderle. Der spricht ja immer so undeutlich, den versteht ja keiner. Nein, der neue Fettnäpfchenbeauftragte ist Hans-Peter Friedrich. Unser neuer hebeliger Innenminister. Da ist er. Hallo, Hans-Peter. Ja, noch bevor der Hallo oder Guten Morgen gesagt hat bei seiner Vereidigung, hat er erstmal in bester CSU-Manier provozierend rausposaunt, der Islam gehört historisch nicht zu Deutschland. Und in dieser Woche, bei seiner ersten Islamkonferenz, hat er das sinngemäß auch noch mal wiederholt. Ja, das kam bei den Muslimen ungefähr so gut an wie Schweinefleisch. Aber die Frage ist natürlich, was gehört denn nun zu Deutschland und was nicht? Und deshalb spielen wir jetzt historisch deutsch oder nicht deutsch. Hallo, liebes Publikum. Sind Sie dabei? Ja, wir spielen das jetzt. Also ich zeige Ihnen jetzt was und Sie schreien rein, deutsch oder nicht deutsch, historisch gesehen. Schauen Sie mal. Die Kartoffeln. Na? Nicht deutsch. Haben Sie verstanden da draußen? Ne? Okay, wir machen das mal lieber mit Aufzeigen. Wer sagt historisch deutsch? Aha, wer sagt historisch nicht deutsch? Alle bis auf einen, der Mann in Blau. Ja? Der Mann in Blau hat natürlich nicht recht. Die kommen aus Südamerika, denken nur alle. Ja? Kleinen Applaus mal mitleidsmäßig für den Herrn in Blau. Tut mir leid. So. Nächste Frage, was ist denn hier mit? Lecker Döner Kebab. Deutsch oder nicht deutsch? Deutsch. Aufzeigen, wer sagt deutsch? Wer sagt nicht deutsch? Sie sind raus, dürfen das Studio verlassen. Ganz schnell. Also ist wirklich wahr, so historisch gesehen, also so wie der hier aussieht, wie wir ihn kennen, ist das historisch deutsch. Ja, sehr schlaues Publikum heute. Kompliment an dieser Stelle. So, oh ja, hier. Die Kernspaltung. Kernspaltung, deutsch oder nicht deutsch? Deutsch. Wer sagt deutsch? So, nicht deutsch? Ach so, Sie haben da eben schon aufgezeigt. Sie sind eigentlich schon raus. Nee, sehr, ja, ja, nicht schlecht. Warum deutsch? Was ist das einer? Otto Hahn. Otto Hahn. Ja. Sehr gut. Ein Deutscher hat die Atomspaltung erfunden. Tolles Publikum. Ich klatsche jetzt einfach mal für Sie. So, jetzt ist das okay. Ja. Und Otto Hahn sieht übrigens so aus. Ah nee, das ist Onkel Adolf. Ja, was ist denn mit dem? Historisch Deutscher oder nicht? Nein. Nein. Natürlich nicht. Ja, der hat sich bloß in Deutschland einbürgern lassen. Großartiges Publikum. Tolle Aktion. Dankeschön. Aber wir haben gemerkt, es ist nicht so einfach. Ja? Unser Innenminister hat es wirklich nicht leicht. Was sonst noch war? Abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichtensendungen von Julian Amerschi. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Na, haben wir mal wieder eine kleine FDP-Krise?
Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die FDP auf gerade mal 5%. Es rumort ordentlich im Lande Westerwelle. Oha, Guido. Fehlt nur noch, dass einer sagt, du, wir müssen über alles reden. Wir müssen über alles reden können. Und das ist hier auch deutlich geworden in den Sitzungen. Es muss über alles gesprochen werden. Und dann eben auch die Konsequenzen zu ziehen, sowohl programmatischer als auch personeller Art wahrscheinlich. Und das heißt, dass niemand in der Parteiführung an seinem Stuhl mit Patex kleben sollte? Der klebt doch nicht an seinem Stuhl, oder? Doch, hier klebt er gerade in China, aber der muss doch mal reagieren. Um noch Autorität auszustrahlen, lässt der Vorsitzende verlauten, bei einigen in Deutschland gingen wohl die Gäule durch. Genau, aber wenn du doch mal Nachfolger als FDP-Chef suchst, dann wüssten wir da einen coolen Typen mit dem richtigen Durchblick. Ihm steht einfach alles. Bei den Banken sprudeln die Gewinne wieder wie eh und je. Aber Josef Ackermann hat trotzdem Sorgen. Da kommt so eine Art Hilferuf von Deutsche Bank-Chef Ackermann. Er sagt, die Banken in Deutschland sind durch zunehmende Regulierung immer mehr in die Enge getrieben. Oh Gott, die armen Banker. Die Regulierung der Finanzmärkte ist ja auch viel zu streng. Wir haben mit der strengen Regulierung der Finanzmärkte eigentlich noch gar nicht angefangen. Das müsste jetzt erst losgehen. Die Schattenbanken sind unreguliert, die Hedgefonds sind unreguliert. Cool, dann geht das Zocken ja weiter. War sonst noch was? Ach ja, da war doch der total irre Wahlsieg von dem Grünschnabel hier, Winfried Kretschmann. Dank ihm hat Baden-Württemberg auch eine neue First Lady. Also Baden-Württemberg wird grün, sowieso. Auf jeden Fall. Jetzt im Frühling. Witzig, witzig. Wenn ich die Bilder aus Fukushima sehe, dann frage ich mich im Moment wirklich, ja, was machen die Mitarbeiter vom Kraftwerksbetreiber TEPCO eigentlich beruflich? Also mit Kernkraft kann das jedenfalls nicht viel zu tun haben. Mit verantwortungsvoller Öffentlichkeitsarbeit erst recht nicht. Die Japaner finden die Aussagen von TEPCO mittlerweile ungefähr so vertrauenswürdig wie ein Treueschwur von Lothar Matthäus. Aber, ja. Zum Glück gibt's aber jetzt Nuclear Boy. Ja, das ist eine Comicfigur, die läuft gerade in Japan rauf und runter im Fernsehen und im Internet. Und Nuclear Boy, also diese Figur, soll den Menschen sagen, alles halb so wild, Fukushima ist wie Bauchweh, das geht vorbei. Ja, wir zeigen Ihnen jetzt mal einen Ausschnitt von Nuclear Boy. Und liebe Zuschauer, das ist wirklich kein Witz, das läuft genau so in Japan. Bitte schön. お腹が痛くなった Genpatsu-kun. この間の大きな地震で福島県の原発くんのお腹が痛くなりました。ああ、お腹痛いよ。うんちが出ちゃいそう。原発くんのうんちはとっても臭くて、もし漏れちゃったらみんなが困ってしまいます。今はそれを何とかしようと、お医者さんが原発くんのところに行ってお薬をあげています。原発くんのお薬は海水や酵素。 人間と違って冷やしてあげるのが大事なんだ。大丈夫。時間とともに原発くんのお腹が痛いのはきっと治るよ。 Also ja. Nur noch mal zum Verständnis, also Fukushima ist wie ein kleines Kind mit Durchfall, ne? Oh, alles klar. Und haben Sie jetzt nach dem Film wieder Vertrauen in die japanische Atomaufsicht und den Betreiber TEPCO bekommen? Nö? Tja, das wird nach unserer Sendung mit dem Klaus auch nicht unbedingt besser werden. Olli Durke und Jasmina Safi, bitte. Ach und Krachgeschichten. Heute TEPCO. Der macht einen auf. Klitschko. Der übt für die Disco. Und das sind die Bosse von TEPCO. TEPCO hat in Japan total sichere Atomkraftwerke direkt am Meer gebaut. Die sind voll unkaputtbar.
Naja, solange kein Erdbeben oder so ein Tsunami kommt. Aber das ist in Japan ja total unwahrscheinlich. Wenn aber doch ein total unwahrscheinliches Erdbeben kommt und ein völlig unvorhersehbarer, total unwahrscheinlicher Tsunami, ja, dann kann so ein TEPCO-Atomkraftwerk schon mal kaputt gehen. Ist aber für die Bosse von TEPCO überhaupt kein Problem. Schnell die Arroganzanzüge ausgezogen. Guck mal hier. Und rein in die Betroffenheitsblaumänner. Schwuppdiwupp sieht man nicht mehr aus wie ein Atomschnösel, sondern wie ein Atomschnösel im Blaumann. Gibt's sogar Applaus für. Und was lenkt noch von so einem Super-GAU ab? Genau, ein Fernsehquiz. TEPCO präsentiert richtig oder falsch. Und das geht so. Sagen die Leute von TEPCO mal die Wahrheit und mal nicht. Reaktor 3 brennt. Reaktor 3 brennt nicht. Die Kühlung funktioniert wieder. Und wer rät, was wahr und was gelogen ist, kriegt zur Belohnung extra große Marshmallows. Muss ich bloß ein bisschen anstrengen. Ah, voll Moppelkotze, sagen die Japaner. Die Strahlung verseucht unser schönes Zuhause. Ist uns doch Wurst, sagen die Bosse von TEPCO. Schnell mal die Anwohner ein bisschen weiter weg verfrachtet. Geht ja ganz einfach, denn wer beim Tsunami alles verloren hat, braucht noch nicht mal einen Möbelwagen. Toll. Außerdem können die Anwohner ja bald wieder zurück. So in 30.000 Jahren. So lange wohnen sie eben bei Tante Yamakawa. Ja, ich helfe gerne. Und 30.000 Jahre sind schneller rum, als man denkt. TEPCO! Und nächste Woche? Japan atmet auf. TEPCO-Forscher stellen neue Strahlenschutzmaske vor. Toll! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Dankeschön, das langt gerade mal so eben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, Sie haben es nicht anders gewollt. Ich bin das neue Gesicht von Extra 3 und ich bin es also ganz gerne, weil 781.000 haben diesen Geschmack freigelegt, haben mich gewollt und ich war gerade frei und habe gesagt, warum nicht? Dieser Müll muss weg. Und nun bin ich hier und freue mich sehr, vor allen Dingen, weil der NDR ja Wert darauf gelegt hat, dank Ihrer Hilfe ein junges Gesicht zu bekommen. Und da, glaube ich, kann ich doch jede Hoffnung gerne erfüllen. Ja, also jetzt haben wir es miteinander zu tun, die nächsten 10, 12 Jahre. Und ich habe irgendwas vor hier, weil hier steht, ich soll was anmoderieren, was also weg muss. Sie konnten bei der Aktion Wünsch dir dein NDR, eine herrliche Aktion, Wünsch dir dein NDR, ja, sich einen Film wünschen. Auch da müssen wir durch. Und der soll jetzt kommen. Sehen Sie jetzt zwei junge Männer, die sonst nichts anderes zu tun haben, als über das Gelände zu tollen, die liebenswerten Spacken Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Ach du Schande. In einem extra Dreiklassik zur IG Metall. IG nicht, ich bleib hier. Das ist Johannes Schlüter. Der Rockveteran ist seit 40 Jahren Frontmann von IG Metall. In den 70er und 80er Jahren feierten die Protestbaden große Erfolge mit ihrem Mega-Hit Streik für mehr Kohle. Streik für mehr Kohle und freitags immer fein. Herr Schlüter, viele werfen Ihnen als IG Metall vor, dass Sie sich seit den 70er Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt haben, dass Sie immer das gleiche Programm abspulen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir hauen jedes Jahr die neuen Dinger raus. Ne? Und jetzt gerade eine Unplugged-Version am Start und mit neuem Text und Hit It Horst. Streik für mehr Euros. Yeah. Aber früher gab es den Euro ja noch gar nicht. Ja, genau. Seit den 90er Jahren ist die Zahl der IG Metall-Fans stetig zurückgegangen und die Konzerte wirken wie ritualisierte Pflichtveranstaltungen. Streik für mehr Kohle und freitags immer frei. Ja, nicht nur Händchen halten hier und schunkeln, sondern richtig Party machen wie der Rüdiger da. Do it, Rüdiger, let's rock and roll. Früher war das anders. In den 70er Jahren füllten Schlüter und seine Band noch ganze Stadien.
Wegbegleiter erinnern sich. Oh Mann, Iggy Metal, ich wünschte, ich hätte sowas Geiles über den Flächentarifvertrag geschrieben. Auf Tour haben die Jungs eine Tarifrunde nach der anderen bestellt. Bis tief in die Nacht, da lag ich schon längst im Bett. Okay, nochmal. Warum fällt es Iggy Metal heute so schwer, junge Fans anzusprechen? Liegt es am beschränkten Repertoire der Band? Das ist doch nicht so. Oder an Schlüters eigenwilliger Plastiktüten- und Trillerpfeifen-Performance? Ich habe das Gefühl, die IG Metal ist stehen geblieben. Während die Welt sich weiterentwickelt, Massenarbeitslosigkeit, Mauerfall, Globalisierung, da muss man doch reagieren, flexibler werden, internationaler werden. Ja, nur, es sah selbst aus. Wir haben es mal probiert mit international, aber das kam irgendwie überhaupt nicht an. Irgendwie. Strike for more money and Friday always free. Und jetzt alle! Ein letzter Versuch soll die Band wieder in die Charts bringen. Streik für 6,5% mehr Lohn als Techno-Stück. Hyper, hyper! Streik für 6,5% mehr Lohn. Und freitags immer frei. Jo, danke! Danke, Carlo, für diesen verspäteten April-Scherz. Jetzt ist er doch gegangen. Schade. War doch ein Bonn-Gag, oder? Kam richtig gut an hier. So. Und bevor es jetzt noch eine neue Folge gibt, von neulich im Bundestag, noch etwas NDR-Internes. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen der Sportredaktion. Innenminister Friedrich hat soeben verkündet, der Sportclub gehört historisch zu Deutschland. Also schön dranbleiben. Und die ganze Sendung, extra drei, zum nochmal gucken, gibt es auf unserer Homepage. Natürlich hier eingeblendet, www.x3.de. Und jetzt neulich im Bundestag. Dankeschön, gute Nacht und tschüss. Das war's, tschüss. Moment. So, jetzt mal Ruhe, Pardon, wenn die Mutti spricht. Kinder, wir debattieren jetzt schon seit 2 Wochen erfolglos über unser allergrößtes Problem. Ja, lasst uns endlich weltweit den Krieg beenden und den Wirtschaftsaufschwung nach oben hin hochregeln oder sowas. Das können wir ja immer noch machen. Jetzt geht es um unseren Wandertag morgen. Wir haben uns immer noch nicht geeinigt, wohin. Hauptsache irgendwas, was nicht so teuer ist. Fresse halten. Jeder kann jetzt noch eine Minute lang Vorschläge einreichen, aber nicht wieder abschreiben. Wir sind für Wandern im Harz. Also ich hätte Lust auf Abenteuerspielplatz, Hüpfburg oder so. Ja. Na, ich bin morgen sowieso krankgeschrieben. Ich habe Delfintherapie. Wollen wir im Kino Fluffy, der fliegende Elefant, gucken, oder was? Fluffy, der fliegende Elefant ist doch was für Mädchen. Ich will einen Männerfilm. Hm? Kennst du Harry Potter? Ich hätte Lust, in Mecklenburg-Vorpommern aus dem fahrenden Jeep ein paar Wildschweine anzuknallen. Sie sind ja irre. Also, wenn wir uns hier nicht einigen können, entscheidet wieder das los, wie bei der Bundeswehrreform. Mene, Mist. Ihr platzt die Waffel, ihr schwer Erziehbaren. Dann macht doch morgen, was ihr wollt. Wir fahren zu viert in den Harz mit der Gruppenkarte Harz 4. Prima, ist mir auch recht, ihr Bande von Schwachmaten. Dann ich morgen zum Friseur. Lass mir da in aller Ruhe einen neuen Helm aufsetzen.